Sehr geehrter Herr Botschafter Bagger, willkommen in Polen auch von der Seite des BJDM. Wir stehen jetzt hier in Wrocław, in Breslau, hinter uns die Jahrhunderthalle, heute das Kulturfestival. Gestern waren Sie ja bei uns beim 30-jährigen Jubiläum. Wie hat Ihnen der Abend gefallen? Kannten Sie den BJDM, also den Bund der Jugend der deutschen Minderheit, vor Ihrer Amtszeit bereits? Was war Ihnen bekannt über die deutsche Minderheit in Polen? Also ich wusste vorher etwas über die deutsche Minderheit, aber über den BJDM wusste ich nichts, aber jetzt weiß ich etwas. Das war ein sehr schöner, gelungener Abend gestern mit viel Einblick über die Projekte, über die Arbeit, aber vor allen Dingen auch über die Lebendigkeit der Organisation. Und was war Ihnen bekannt über die deutsche Minderheit allgemein in Polen? Wir waren vor einigen Jahren, war ich mit meiner Frau hier in Breslau und in der ganzen Region, und dann spürt man natürlich, dass das deutsche Kulturerbe, das Siedlungsgebiet hier in Schlesien, in Oppeln, davon haben wir einiges gesehen. Aber jetzt komme ich natürlich in einer ganz anderen Rolle und als Teil meiner Aufgabe als neuer Botschafter Deutschlands in Warschau verstehe ich auch, mich um die Belange der deutschen Minderheit in Polen zu kümmern. Und welche Rolle spielt die deutsche Kultur und die deutsche Sprache Ihrer Meinung nach in Polen? Sie ist ein Teil unserer wechselvollen Geschichte und das soll sie auch bleiben. Und ihre Rolle hat sich natürlich verändert, seitdem Polen und Deutschland gemeinsam Mitglieder der Europäischen Union sind. Und es sollte uns eigentlich leichter fallen, sie als eine Bereicherung nicht nur für Polen, für Deutschland, sondern auch für Europa zu begreifen. Ja. Sie sind seit Juli der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen, in Warschau. Hatten Sie denn davor schon eine Verbindung zu Polen? Und wenn ja, wie sah sie aus? Also, ich habe nie in Polen gelebt, aber ich bin oft in Polen gewesen. Wie gesagt, auf privaten Reisen hier im Süden Polens bis hin zu den Beskiden, aber auch im Norden, in Ermland, Masuren, in Danzig, an der Ostseeküste. Ich bin vielfach in Warschau gewesen, in Begleitung des Bundespräsidenten, früherer Bundesaußenminister. Also ich habe immer wieder viel mit Polen zu tun gehabt, auch in meinen Zeiten als Leiter Planungsstab im Auswärtigen Amt. Aber jetzt ist es eine andere Arbeit. Jetzt bin ich 24 Stunden, sieben Tage in der Woche mit dem deutsch-polnischen Verhältnis beschäftigt. Und das ist intensiv. Und welche Brücken möchten Sie aufbauen zwischen Deutschland und Polen während Ihrer Amtszeit? Haben Sie da bestimmte Ziele? Na, ich glaube, dass wir auch in dieser veränderten geopolitischen Situation, in der wir sind, nach Russlands Krieg gegen die Ukraine und der Zeitenwende in Deutschland, in der sich vieles ändert, ich glaube, dass darin viel Potenzial steckt für mehr deutsch-polnische Zusammenarbeit, gerade in der Sicherheits-Verteidigungspolitik, aber auch in der Energiepolitik. Aber im Augenblick sind wir leider in einer Phase, in der es vor allen Dingen darum geht, zu verhindern, dass noch mehr Brücken eingerissen werden. Weil der Kurs, den die polnische Regierung im Augenblick fährt, leider nicht nur der deutschen Minderheit in Polen Schaden zufügt, sondern auch dem deutsch-polnischen Verhältnis und letztlich auch der europäischen Sache. Und wie gefällt Ihnen denn bislang Warschau und allgemein das Land Polen? Weil Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass Sie hier und dort schon rumgekommen sind. Was sind so Ihre Eindrücke vom Land und von der Hauptstadt Polens? Ja, es ist ein sehr vielfältiges Land. Ich bin in den ersten Wochen ein bisschen herumgekommen, nach Białystok, nach Zamość, nach Łódź, jetzt nach Breslau, am Montag nach Posen. Es fällt einem auf, wie unterschiedlich diese Städte sind. Sie sind selbstbewusst, sie haben ihren eigenen Charakter. Jede Stadt hat ihr eigenes kulturelles Erbe, so wie hier in Breslau das, was wir hinter uns sehen. Es gibt viel zu entdecken, es gibt viel zu verstehen, es gibt auch viel zu lernen. Geschichte ist sehr gegenwärtig in ganz Polen, aber natürlich auch in Warschau. Ich bin jetzt im Sommer gekommen, da standen ganz im Vordergrund auch die Gedenkfeiern an den Warschauer Aufstand vor 78 Jahren. Dann versteht man, wie lebendig Geschichte bis heute ist und welche Rolle sie eben auch spielt weiter im deutsch-polnischen Verhältnis. Aber neben dem, was schwierig ist, erleben meine Frau und ich eben auch ganz viel offene, herzliche Begegnungen, ganz viel Wärme, ganz viel Zugewandtheit, ganz viel Interesse an Deutschland. Wir sind füreinander wichtig, das spürt man. Und das soll auch auf beiden Seiten gelten. Ja. Sie haben ja schon die Probleme angesprochen in der aktuellen Beziehung. Wie sehen Sie denn jetzt die aktuelle deutsch-polnische Beziehung und auch die Probleme, also wie kann man sie lösen? Zum Beispiel auch die Reduzierung der Deutschstunden im Unterricht.
Ja, ich glaube, diese Kürzung des Sprachunterrichts, das habe ich auch hier in meiner Rede gesagt zur Eröffnung des Kulturfestivals, ist kontraproduktiv. Sie schadet den Kindern der deutschen Minderheit, sie schadet aber auch dem Land Polen, sie schadet den deutsch-polnischen Beziehungen und der europäischen Idee. Und ich hoffe, dass wir einen Weg finden, diese Kürzung rückgängig zu machen und den Sprachunterricht wieder im vollen Umfang zu gewährleisten. Das ist aber nur ein Teil, ein Ausdruck einer größeren Spannung, die da im Augenblick entsteht, von manchen auch gewollt wird. Dagegen müssen wir anarbeiten. Aus deutscher Sicht kann ich nur sagen, es ist der Wille und die feste Absicht der Bundesrepublik und der Bundesregierung, Polen ein guter Nachbar zu sein. Und wir werden deshalb auch weiter Angebote machen, ganz konkrete Angebote für deutsch-polnische Zusammenarbeit, etwa in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und wir setzen darauf, dass man auch in Warschau erkennt, dass das auch im Interesse Polens ist. Und was wäre denn Ihre Message an die Mitglieder des BRTM, also die, die jetzt alle gerade zuschauen bei diesem Interview? Ja, den kann ich nur sagen, nehmen Sie den Schwung mit, den ich gestern Abend gespürt habe, und die Begeisterung für die gemeinsamen Projekte. Dann ist mir um die Zukunft des BRTM jedenfalls nicht bange.